Herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 3. Ich weiß jetzt, was wie Sache ist. Wir müssen hier, glaube ich, runter. Auf jeden Fall müssen wir wieder dahin. Ich mache es nicht mit Absicht. Auf jeden Fall dahin, wo die Plattform war. Ja, wir können von hier auch wieder hoch, aber eigentlich hier hoch, ne? Ja, sollte schon passen. So, wir haben zwei Kommentare nochmal. Ah, nee, warte, komm. Bamba, Bamba. Okay, ist ja ganz weit hin. Na, das war vielleicht nicht so clever. Da hatte ich gespeichert. Dann gehen wir hier wieder in den anderen Raum. Okay. So, ja, genau. Ja, hier sind wir. Stimmt, ich muss mich umdrehen und dann ein Stück zur Seite erstmal laufen. Genau. Rakit 4810 hatte geschrieben, ach, dieses Spiel ist so nett, es will dich einfach nur tot sehen. Zu einer bestimmten Stelle, ich habe es mir gerade nochmal angeguckt, ja. Ich habe schon manchmal glückliche Momente. Also, sollte Ironie sein, aber dafür habe ich jetzt irgendwie gerade ganz komisch rübergebracht. Ja. Warum habe ich da echt angepisst drauf reagiert? So. Sind wir jetzt schon wieder bei dem Anfangsding? Ja, genau, da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Guckt ihr nicht auf den Hintern. So. Von da kommen wir da hoch. Okay, ja, okay. Aber wie kommen wir am besten rüber? Hier darauf? Nee, ne? Von hier darüber. Wenn ich hier springe, springe ich nur dagegen. Das ist nicht so sinnig. Okay. Okay. Das könnte tatsächlich klappen. Na, vielleicht. Gott. Vielleicht will ich den Weg aber doch über das da. Vielleicht war es da unten gleich. Okay, das war jetzt nicht mit Absicht. Ja, nervt mich ein bisschen. Warte mal, wenn ich hier raufgehe, dann könnte ich. Wir probieren. Na. Wir probieren, probieren. So, von hier. Ja, darüber und dann da hoch. Das ist gut. Müsste gut sein. So, Steam Deck Checker hat nochmal geschrieben, bei Teil 3 kamen die ersten Abnutzungserscheinungen. Wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Da siehst du mal, wie weit wir zurück sind. Vielen Dank, Dito. Bald schon fürs nächste Jahr. Auch cool. Ne, be beschäftigt sich mit einem Steam Deck. Kommt auch wie ich aus dem E-Zigarettenbereich. Hatte da einen Kanal. Weiß ich, ob aktuell immer noch. Und läuft richtig gut, der Steam Deck-Kanal. Sehr viel Content, sehr, auch sehr, sehr gut geklickt, das alles. Schon super. Bei den ganzen, also auch ne, Benchmarks, was ich ganz interessant fand, weil ich ja auch geguckt habe, ey, okay, was mache ich jetzt hier? Laptop oder nicht Laptop? Da ist die Plattform. Ja, und dadurch habe ich so in alle Richtungen mal geguckt, mir auch das Steam Deck mal angeguckt. Weil das kann's oder ne, ist ja Linux drauf. Linux, ne? Und ja, weil ich das für PS2 spiele, aber ich will ja die PS2-Spiele, wenn wir da angekommen sind, würde ich es ja auch in 4K laufen lassen. Das ist das Steam Deck dann noch nicht so sinnig und dann brauchst du ja, ist auch nicht so ganz mobil damit. So, genau, hier ist super. Das war nur ein Fall. Könnte aber gehen, vielleicht mache ich den hier.
Ich dachte, es eigentlich hält sich fest, aber gut. Und so. Okay, das Gänge. Nee, ist aber auch Quatsch, ne? Ich denn jetzt? Okay. Das können wir mal lassen. Okay, und wenn ich von da oben. Kann ich nicht da einfach raufspringen? Weiß gar nicht, ob der überhaupt noch mal fahren würde. Könnte wahrscheinlich hier einfach raufspringen. Genau, und mich hier dann einfach sliden lassen wahrscheinlich. Dann wäre das Ganze wohl auch gelöst. Siehst du, dass ich hierauf kam, hatte ich gar nicht geschickt. Ah ja, okay, und hier ist auch einmal Erste Hilfe, sehr gut. So, jetzt würde ich. Weil da, wo wir den Typen besiegt haben, genau hier. So, da geht's nämlich rein. Müssen wir mal gucken, da müssen, glaube ich, jetzt noch mehr kommen. Da ist auf jeden Fall einer. Okay, es hat sich was geöffnet, aber was siehst du natürlich wieder nicht. Und ich glaube, hier war irgendwie noch ein Gegner. Hier bin nur ich den, was ich höre. Was ist das hier? Hat sich vielleicht geöffnet. Okay, sagt der Sound, ne? Aber für die Dinger zerfallen nicht. Warten. Das Ding zerfällt hundertprozentig. Ja. War es das hier, was sich geschlossen hat gerade? Zweit hatte ich gar nicht gesehen, dachte bloß, hä, was wird denn da angeaimt? Was ist das hier? Ist das ein Lichteffekt oder was ist hier los? Ui, schick. Alter, wie viele Schüsse denn bitte? Ich wollte gerade die Aussicht genießen. Das ist schon mal mega geil gemacht. Kann ich ja nicht kaputt schießen. Das ist wirklich atmosphärisch. Ah, guck mal. Guck mal, jetzt sehen wir sie mal von vorne. Auch selten. Schlüssel zum Belüftungsraum, okay. Hatten wir aber noch kein Schlüsselloch gesehen. Das finde ich halt mega cool. Mit dem Regen richtig schön atmosphärisch. Schön. Genau für sowas spiele ich die Spiele, ey. Und zu sehen, wie das so anfängt mit den 3D-Leveln, ist einfach der Wahnsinn. Das nervt mich hier. Warum ist dazu?
Hier könnte ich vielleicht langhangeln, aber bringt mir auch nichts. Ist jetzt die Frage. Guck mal, da könnte ich mich runterlassen. Ich probiere es mal, oder? Ja. Es hat sich so angehört, als hat sich was geschlossen. Okay. Dachte mir doch, so könnte es klappen. Ah, guck mal. Was ist denn das? Voll Leder, ne? Ist das Licht, was reinscheint? Scheint so. Ja. Ach, da hinten, das hat aufgeklappt. Interessant. Ist das wichtig? So, komme ich hier vielleicht runter? Vielleicht. Nee, sieht aber eher nicht so aus. War schon nach der Schlafenszeit. Aber auch krass, ne? Wieder eigentlich, ich bin so voll drinne im Spiel, dann meldet sich der Körper. Eben ist verrückt. Wenn ich jetzt loslasse. Das war ein bisschen Glück vielleicht auch. So. Oh, guck mal. Wie, ich werde jetzt zerquetscht oder irgendwas. Das Harpune? Schreit so ein bisschen am Wasserlevel. Akita hat geschrieben, ich habe Spiel zuletzt vor gut 25 Jahren gespielt, aber wusste noch, dass man dort gegrillt wird. Achso, die Stelle habe ich jetzt leider nicht vor Augen. Das ist halt auch, ist wirklich Wahnsinn, wie gewisse Sachen im Kopf hängen bleiben oder wie man so dann irgendwie an einem bestimmten Punkt irgendwie feststellt, warte mal, das kenne ich doch schon. Also wie das Gehirn funktioniert, das ist manchmal echt. Magisch. Das ist ein schönes Wort dafür. Guck mir gerade die Lichteffekte an. Also sie haben hier schon wirklich was versucht. Finde ich schon ziemlich cool. Hier könnte ich mich vielleicht runterlassen. Aber so richtig in Landen irgendwo auch nicht, ne? Hier ist auch nicht so sinnig. Vielleicht so einfach fallen lassen. Was haben wir denn hier? Das ist auf jeden Fall höher. Das ist, wenn ich den mache. Kein Gegner hier, oder was? Warum hörst du so viele Autos hier? Warte mal, hier liegt ja was. Lag hier nicht was? Ne, ist mein Schatten da, ne? Oder die Fußabdrücke. Feind? Alter, ist das dunkel. In London ist ganz schön hochgebaut. Ah, guck mal. Fast, oder leicht zu übersehen. Mangoline hat geschrieben, das Spiel war ganz schön schwer, auch weil man so lange erkunden musste, wo es lang geht. Hat mir keinen Spaß gemacht. Kann ich nachvollziehen. Ist schon speziell, also muss man mögen, klar, definitiv. Ich hoffe, es bleibt auch offen. Wie, das war's jetzt, oder was? Gibt's nichts anderes? Ah, fragwürdig. Mirko hat darauf geschrieben, mir schon mit dem Level, wo ich damals mit 8 Jahren zum Tomb Raider-Fan war, auch noch Area 51. Mein großer Bruder hat das damals auf Windows 98 gespielt und hat mir dann in dem Level die große Rakete gezeigt. Ich sagte damals mit 8 Jahren erstaunt, cool. Übrigens, man braucht die Abschlusskarte nicht einmal. Man stellt sich vorm Startknopf, macht dann eine Rolle. Dann hat Lara sich dort etwas durch
geglitscht. Ups. Wo habe ich ihn gespeichert? Nein. Dort etwas durchgeglitscht. Dann steht sie nach der Rolle mit dem Rücken vor dem Knopf. Dann einfach nur noch etwas umdrehen und dann Start. Diesen Glitch nutzen die meisten Speedrunner. Ich glaube, so ein Speedrun, dazu muss ich mir auch mal anschauen. So, warte mal. Wir machen dann mal den hier, ne? So. Könnte jetzt natürlich einfach... Ist ja noch bescheuerter. So, was gab's jetzt? Und ein Speicherkristall und einmal Erste Hilfe, ne? Mal halt mitnehmen. Da haben wir zumindest die Treppe geöffnet. Ja, das ist mir ja bei Crash Bandicoot, dem dritten Teil, zweite oder dritte, passiert. Dass ich mich doch auch durchgeglitscht hatte durch eine Tür, die eigentlich, oder eine Abzweigung, die noch gar nicht offen war. Ich habe dann irgendwie, achso ja, diesen Sprung, ja, wie beschreibt man das? Sprunghinfaller. Den hatte ich da benutzt. Und war dann auf einmal durchgebuggt. XXX25RL meinte darauf, dass seine Spiele ausgemacht. Mit Tomb Raider 2013 ging es bergab. Nur noch Rumgeballer und eine Protagonistin, die ständig rumheult. Ja, okay. Ja, wie gesagt, den neuen noch nicht gespielt. Kann ich jetzt loslassen? Das heißt, wenn ich jetzt noch einen nach unten gehe. Nee, warte mal, ich bleib mal da oben, das sah schon gut aus. Okay. Ich habe aber auch sehr viel Positives gehört über die neuen Teile. Weil irgendwo hieß es doch, ja, eventuell wird was Neues gemacht. Oder es war im Zusammenhang mit einem Remaster. Und da haben eigentlich viele bekundet, dass sie große Fans sind von dem Ganzen. So, wir haben jetzt einen Schlüssel zum Belüftungsraum. Vielleicht gucke ich da nochmal hier lang. Nee, aber hier war ja bloß der Schlüssel. Also der Schlüssel, den ich meine. Der Belüftungsraum eigentlich nicht. Aber allein für die Aussicht hier nochmal. Schön, ey. Ah, schön. Und wenn ich mit dem Kanal weiter bin, werde ich nostalgisch auch an diese Zeit zurückblicken. Weil ich es ja schon nicht live erlebt habe. Ich meine, wo das in Europa rauskam, war ich 4 Jahre alt. Ja. Naja, harte Zeiten. Einfacher wäre wahrscheinlich da über die Plattform. Na gut, wir versuchen's. Sehr cool. Das Tomb Raider. Okay, also es hat mir ein Minipack gebracht. Das war's. Ah, okay. Habe ich den Schalter gedrückt? Ja, habe ich. So. Wollen wir mal. Sehr gut. Und jetzt komme ich hier wieder raus. Müsste ich zumindest. Dann nicht. Das klappt nicht. Jetzt. Sehr gut. So, was machen wir nun? Hier runter wahrscheinlich irgendwie, ne? Den hatten wir benutzt. Jetzt müssen wir eigentlich bloß noch den Belüftungsraum finden. Aber wo? Wo? Ah, okay. Soll ich hier runter? Oder... Würde es mal probieren. Ob wir hier schon waren. Gut, vielleicht muss ich jetzt rüber. Vielleicht hat sich da jetzt irgendwas offenbart, aber okay. Und hier unten. Wir hatten ja irgendwie keine Tür, die geöffnet werden kann, ne? Also, wo der Schlüssel passen könnte.
Nicht, dass ich es gesehen hätte. Sagen wir so. Ja, gucken. Schön ist ja, dass ich im Notfall immer nachgucken kann. Das ist schon sehr beruhigend. Ansonsten hätte ich, glaube ich, auch weniger Spaß. Also, ne, wenn so Rätseln, klar. Ich aber auch nicht der Beste drin. Erste Aufnahmesession wieder. Ist hart, aufnehmen ist hart. So, warte mal, das. Könnten wir das vielleicht noch. Nee, damit hatten wir irgendwas geöffnet. Also richtig wusste ich noch nicht, wie lang. Oh. Beobachter. Es scheint mir halt auch nicht richtig. Das warte mal. Okay, cool. Jetzt war mit Schmackes. Ein bisschen schauen, ein bisschen schauen. Dann wäre hier. Und hier könnte ich. Was wäre denn, wenn ich wirklich runtergehe? War vielleicht schon das Ziel? Hier könnten wir runter. Dass sich irgendwas geöffnet hat. Dass es oben lang geht. Warte mal, oben war eine Tür, ne? Nee, oder? Überleg gerade, ob ich oben lang sollte. Hier war da eigentlich keine Tür. Dass das immer noch so hoch ist. Tür, Tür, Tür. Jetzt hat das Ding, da hast viele Türen, aber irgendwo was Schlüsselmäßiges. Weißt du was, ich glaube, ich muss da doch hin, wo das Maler-Dings war. Bewahren das unter mir, ne? Glaub schon. Ja, ich glaube so ein bisschen, das wird sein. Dass du dann doch da hinten hin musst. Okay. Beruhige dich. Genau, Mirko hatte dazu nochmal geschrieben, zu denen, ne, dass Tomb Raider seit 2013 bergab ging. Ja, stimmt leider. Ich weiß auch bis heute nicht, was der Reboot Mist soll. Allein schon Debras junger Charakter zu dem jungen Charakter aus Tomb Raider 4 und 5 ist nicht mal gleich geblieben. Debra hatte in Tomb Raider 4 und 5 nämlich auch schon eine große Klappe. Und in der Reboot-Reihe kann das nicht. Ich bin nicht diese Art von Croft. Und ich glaube, bei den meisten kam die Reboot-Reihe nicht besonders gut an. Okay, bin ich gespannt. Vielleicht täusche ich mich auch. Sei es relativ positiv wahrgenommen. Oder vielleicht ist auch ein Kommentar so hängen geblieben bei mir, keine Ahnung. Ja, wo man halt auch immer ein bisschen aufpassen muss. Ist gerade so bei Retro-Spielen, da wird dann halt gerne gesagt, ja, so, na, früher war alles besser. Aber ich glaube, das ist dann auch zu einfach. Hat, glaube ich, alles so seine Vor- und Nachteile. Manches mehr, manches weniger. Also, warte, na, irgendwie muss ich das Ding nochmal zum Laufen bekommen. Weiß aber noch nicht mit dem Fahrbeimer. Irgendwie ist mir das suspekt. Ich wippe. Versuch es echt nochmal hiermit, oder? Warum ist denn. Jo, da könnte es reingehen. Ich glaube auch nicht, dass du von oben da irgendwie. Von oben kommst du ja auch nicht rein. Oder ist so ein Design? Das wäre irgendwie mies. Ah, guck mal. Ja, man bringt ja auch nichts. Ich kann halt nichts machen. Glaube auch nicht, dass du das mit vollem Leben überlebst.
Gleichzeitig doch wieder ganz hoch. Das will ich halt nicht ausprobieren. Bin bisher wieder ganz ab vom Schuss, oder ich schaue schnell mal nach. Yeah, dann vielleicht. Habe ich irgendwo eine Tür gesehen? Ich meine, oben waren wir schon mal. Guck mir schon mal kurz nach. Okay, also doch ganz hoch. Ist aber, ja, okay, also merkst halt, ne, super komplex alles aufgebaut. Wie komme ich jetzt am besten hier hoch? Also ich habe es mir gerade angeguckt, aber ich, ne, alles auf zweimal Wiedergabe und mir ging es ja eher darum, zu sehen, lang. Glaube, ich muss hier. Kann ich da hinten stehen? Ja, könnte sein. Das ist, wenn ich dann. Ach, warte mal, wäre ich hier? Könnte ich, glaube ich, stehen sogar, ne? Ja, fast. Was ist? Kann ich hier zur Seite? Ja, sehr gut. Das sollte das Rätsels Lösung sein. Ah, diese Autos im Hintergrund. Raizu. Raizo? Er hatte geschrieben, wie ich mir schon auf das Remake freue. Gutes Video. Vielen Dank. Leider halt auch schon ein Monat altes Kommentar, weil am 14. Februar kam ja das Remake. Remake, Remaster, Remake, ne? Ja. Von hier kann ich aber nicht springen. Ach, geht. Muss ich ganz runter, um rüber zu kommen? Nee, ne? Ach, guck mal. Guck mal, hat er geschrieben, Remaster. Das wird echt geil. Ich habe mir das schon vor 10 Jahren gewünscht und werde das auf jeden Fall für Steam, Nintendo Switch und PS4 supporten. Und es war ja auch einfach ein großes Dankeschön zu sagen. Insgesamt sind das zwar dann 90 Euro, was aber auch noch geht, ne? Aber die sind es mir wert und vielleicht erscheint dann auch noch Tomb Raider 4, 5 und 6 ebenfalls als Remaster. Ja, ist eine gute Frage, ne? Hat halt nicht die Popularität. Sprechen ist halt super anstrengend. Dadurch sei das nicht so leicht gesagt, ne? Na, da hinten, da, genau, da ging's hoch. Muss jetzt bloß wieder rausfinden, wie ich am schadenfreisten darüber komme. Okay. Das sollten wir aber schaffen. Kriegen wir hin. Ja, sehr gut. Okay. Da müssen wir hin. Na. Reisu? Ist halt die Frage, wie der ausgesprochen wird, ne? Hat er auch geschrieben, wollen wir echt mal hoffen, dass die Teil 4 bis 6 noch bringen. Ich frag mich auch, wenn. Irgendwie im vierten Teil bist du teilweise zu zweit, ne? Da wirst du irgendwie geführt oder so. Ich bin mal gespannt. Aber hören tust halt eigentlich immer bloß von den ersten drei Teilen. So andere Richtung, glaube ich. Ja. Sehr gut. Mirko meinte, ich hoffe es. Für Teil 4 und 5 brauchen wir mittlerweile auf PC schon Digi Voodoo 2 und noch einen zusätzlichen Patch, damit man die FMV überhaupt noch hochskaliert und im Vollbildmodus zocken kann. Das ist echt ein bisschen aufwendig und umständlich. Teil 6 geht zum Glück noch. Aber seit Release im Jahr 2003 ist die Steuerungsphysik so ziemlich beschissen. Da wäre es echt gut, wenn die Teil 6 entweder auch nochmal als Remaster oder als Remake veröffentlichen. Ja, also ich finde es aber cool, dass sie auch wirklich an den alten Spielen dran bleiben und da was machen und da die Chance nutzen. Klar, es ist nicht immer geil und nicht immer kommt so das raus, was sich jeder versprochen hat. Aber weckt dann, glaube ich, auch bei jüngeren Fans das Interesse und vielleicht spielen die dann auch mal das Original nach.
Meistens natürlich nur, wenn das neue Spiel überzeugt, aber. So. Achso, ja, okay, ich weiß Bescheid, ja. So. Ich glaube, ich kann aber von hier einfach rüber. Müssen wir mal schauen. Da hinten müssen wir jetzt hin. Aber wie wir da hinkommen, erfahrt ihr im nächsten Part. Wenn es gefallen hat, super gerne Daumen nach oben. Euch einen wunderschönen Abend und bis in 3 Tagen. Bis dahin.